Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Soll ich jetzt sein, oder was? Hä? So sehe ich gar nicht aus. Entschuldigung, vor dem Hals. So, und damit herzlich willkommen zu einem völlig neuen Let's Play. Satisfactory. Ein Spiel, was ich sehr, sehr, sehr gerne habe. Also ich feiere das, seit das Game rausgekommen ist. Für mich eines der besten Spiele der letzten 5 Jahre. 6 Jahre. Ungefähr. Es ist wirklich mega geil und es kommt immer neuer Content raus. Es kommen immer neue Updates raus. Es kommt immer was dazu. Mega krasses Game. Ich find's geil. Ich hoffe, ihr findet das auch gut. Also mal so zur Abwechslung zu den ganzen Jagdsimulatoren, dass wir jetzt auch mal sowas spielen. Wenn's euch gefällt, lasst einen Kommentar, lasst ein Like da. Ansonsten würde ich mal sagen, fangen wir an mit der Mega-Fabrik oder was oder wie oder wie. Damit, let's go. So, Helmpflicht. Ganz wichtig. Jetzt müssen wir einen Hub bauen. Am besten hier so hin. Und danach ja, einfach mal anfangen, ne? Einfach mal beginnen. Nein, hier, so. Das wieder in die Steuerung reinfuchsen. Einfach mal irgendwie hinbauen jetzt hier, ne? Wir müssen 10 Stangen herstellen. Ja, ist ja kein Problem, Digga. Ist ja kein Problem. Machen wir erstmal aus unserem ganzen Zeug, was wir eingesammelt haben, Barren. Rein damit und Abfahrt. Extra nur für euch, extra nur für YouTube, extra nur für Twitch. Neue Welt angefangen. Übrigens, wenn ihr auf YouTube zuschaut, in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich streame das Ganze hier immer live. Das sind Stream-Zusammenschnitte, die ich dann hier auf YouTube hochlade. Lasst doch ein Follow da. Da ist mir der Helm abgeschmiert. Muss mir noch was mit dem Helm überlegen. Der ist noch so ein bisschen so nur so draufgelegt. Ne? Wisst ihr, was ich meine, damit ich die Kopfhörer noch dran habe? Ist das am Anfang langwierig? Ich möchte nämlich gleich Kupfer suchen. Ich weiß auch, wo Kupfer ist hier in der Nähe. Möchte aber vorher auf jede Eisenquelle mindestens einen Miner setzen. Hör auf. Wo bist du? Weg. Buchst mich schon weg. Hey. Höre dich. Komm her. Platz aus. Kann ich dich so ein bisschen outplayen hier? Ja. Hast du schöne Zähne. Schauen wir mal. Dürften wir bestimmt schon mal einen herstellen können. 8! Okay, alles klar, Digga. 8. Die machen jetzt schon mal für mich Sachen. Die tun Dinge. Jetzt brauchen wir Kupfer und das ist da oben. Weiß ich ganz genau. Also wir können ja nochmal scannen. Nicht, dass sich mit dem Update irgendwas verändert hat, aber eigentlich müsste da oben jetzt, ja, sehr gut, eine Kupferquelle sein. Easy peasy. Guck mal, was wir heute spielen. Wir spielen keinen Jagdsimulator. Obwohl ich schon ziemlich viele Viecher getötet habe heute. Da unten ist mein nächstes Opfer. Ah, das kriege ich noch. Da kann ich gleich meine Schmelze bauen, oder? Also ich fange eigentlich immer sehr gerne in der Wüste an. Und habe es jetzt noch nie... Das ist jetzt der einzige Spot, der einfache Spot, den ich noch nie gewählt habe. Darum wollte ich das dieses Mal ausprobieren, dass ich hier mal den Spot wähle. Fehlen noch ein paar Stangen. Dann brauchen wir noch Kabel. Genau. Piss dich. Genau. Der kann erstmal worken ein bisschen.
und ich nehme dir das hier ab und mach's selber erstmal. Mach's mir erstmal selber. Ach ja, Handbetrieb ist doch geil. So. Mal gucken, was ich für das nächste Level brauche. Ja. Förderbänder. Ja. Sehr gut. Das brauchen wir auch. Jetzt müssen wir nur gucken. You have unlocked scanner feature Limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Das können wir schon mal machen. 8th objective. Complete hub upgrade 4. Note: Use power poles to expand the power network for optimal results. Stimmt. Brauchen für so ein Teil schon mal Beton. Ja, man sieht die Schnecken jetzt viel besser als vor dem Update. Es gab ja jetzt ein paar Updates, die ich übersprungen habe. Wir können auch schon Constructor herstellen. Wir brauchen nur verstärkte Platten. So, Upgrade 5. Schaltet jetzt meiner. Was hat das jetzt hier freigeschaltet? Achso, Förderbänder. Ja. Macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Egal. Jetzt kriegen wir die Miner, Lagercontainer und Inventarplätze. Ich weiß noch nicht, ob das Sinn macht, jetzt so viele Constructors hinzustellen. Ich würde gern vorher schon das Update mit Betonflächen freischalten und hier schon wirklich dann anfangen, eine große Fläche zu bauen, um dann darauf meine Fabrik zu platzieren. Das muss alles seine Ordnung haben. Dieses Spiel besteht zu 90% aus Ordnung. Das ist auch nur eine unreine Quelle eigentlich. Ist die komplett für den Po hier, für den Anfang. Brauchen am Anfang sehr viel Beton. Sehr, sehr viel Beton. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt fängt das Game erst richtig an. Jetzt geht's erst richtig los, meine Freunde. Aber wir brauchen ja für alles Beton. Mann. Auch ja, Beton brauche ich ja schon, um das Ding jetzt zu betreiben. So, den stellen wir jetzt nämlich genau hier davor. Und der hat nur die Aufgabe, beide miteinander zu verbinden. So, jetzt müsste der Miner da oben laufen und mir schon mal meinen Beton aus der Erde ruppen. Bitte stellen Sie her. Ab, jetzt funktioniert das schon mal. Da könnten wir eigentlich jetzt schon in ein Lager produzieren. Damit hier alles seine Richtigkeit hat. Top, das steht. Müssen wir zwischendurch auch noch mal ein bisschen Biomasse einsammeln. Wir brauchen Strom. Alles auf einmal muss man hier machen. Jetzt ist jetzt 30 pro Minute. Das Band macht 60 pro Minute. Okay, deswegen sind hier Lücken da dran. Und der kann jetzt verarbeiten. 45 pro Minute. Kann er verarbeiten und macht daraus 15 Beton. Also, er ist ein bisschen gelangweilt. 15 pro Minute ist er gelangweilt. So, du schmilzt Eisen. Jetzt brauchen wir hier einen Konstruktor. Dafür brauchen wir zwei verstärkte Eisenplatten. Wenn es nur das wäre. Ach, aber das Spiel macht Spaß. Ich finde es top. Ich würde das den ganzen Tag spielen. Das wäre mein Job. Das wäre mein Traumjob. Dieses Spiel den ganzen Tag zu spielen. Große Fabriken aufzubauen. Mich mit den Plänen auseinanderzusetzen. Wie viel Material brauche ich für was und so. Keine Ahnung. Das wäre genau mein Ding. Würde ich den ganzen Tag spielen. Also wir konsumieren gerade 22. Das produzieren wir gerade. Also wir konsumieren gerade etwa die Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Ach, hier ist doch noch. Ja, ich höre sie schon, die Katze. Miau, miau. Also zur Erklärung, es gibt in Satisfactory Spinnentiere.
sehr schnell sind und einen eklig angreifen. Und ich habe eine Arachnophobie, eine richtig krasse. Ne? Also deswegen muss ich im Arachnophobie-Modus spielen. Und da werden halt diese Spinnentiere zu so lustigen Katzenköpfen. Werdet ihr noch früh genug sehen, wie das aussieht in diesem Spiel. Die zwei können wir erstmal aufnehmen. Dann können wir hier einen meiner... Ja. Und dafür brauchen wir erstmal... Achso, das ist ja Quatsch. Den hier brauche ich. Genau. Und ich werde hier oben gleich erstmal schmelzen. Erstmal alles sehr provisorisch hier, ne? Wo muss das sein? Provisorisch, schön provisorisch. Wir machen das Ding wieder an. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir an Strom-Output haben. Wir konsumieren oder wir verbrauchen gerade 31,1 und produzieren 40. Ja, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Aber wir müssen mehr Blätter sammeln. Aber jetzt kommen da erstmal richtig schön die Drähte runter. Das ist erstmal gar kein Problem mehr. Hier hinten wird Beton hergestellt. Das funktioniert auch vollautomatisch. Ich muss jetzt eigentlich die ganze Zeit durchweg Blätter sammeln, bis wir die Biomasse-Verbrennungsanlage herstellen können. Loi! Angriff! Oh Gott. Die Fauna greift mich an. Ein kleines Alienschwein. Stirb! Sehr gut. Also beim letzten Mal, wo ich wirklich aktiv gespielt habe, war in der Pandemie. Also Anfang der Pandemie 2020. Da habe ich das letzte Mal so wirklich aktiv gespielt. Und da war ich... Da habe ich gerade Atomenergie und Aluminium und sowas freigeschaltet und habe da ein bisschen gespielt. Das Gute ist ja, dass dieses Spiel sehr häufig geupdatet wird. Und dass hier immer wieder krasser neuer Stuff dazukommt. Aber das mit dieser... Mit dieser Leertaste, dass du die, also und dann freihändig da in der Werkbank bauen kannst, ist einfach genial. Wie man damals einfach nur die ganze Zeit auf diesen Knopf drücken musste, das ist... Huch. Wollte ich nicht. Okay, jetzt könnten wir langsam theoretisch schon mal anfangen, alles hochzuholen. Ja, so langsam nimmt's Gestalt an, ne? Mein Gameplay hier. Das da unten ist eine normale Quelle. Normale Quellen machen 60 pro Minute. Das Band fast 60 pro Minute. Der Schmelzofen selber kann 30 pro Minute. Das heißt, wir können zwei Schmelzöfen damit in Betrieb nehmen. Und stellen die mal genau hier hin. Hier hin. Müssen wir noch den Miner damit verbinden? So. Und du stellst Eisenbahnen her. Und bitte auch. Das sind nämlich jetzt die anderen beiden normalen Quellen, die wir dann da anzapfen.
Perfekt. So muss das sein. Jetzt müssen wir die nur noch anzapfen. Aber wir werden jetzt erstmal aus denen jetzt hier was herstellen. Wie viel Beton haben wir noch? Förderband, Fusio. Warte mal, wie viel kommen jetzt hier raus? 30. Die können wir gar nicht lassen. Ist das mir egal? Bin mir nicht sicher. In welchem Abstand? Ja, machen wir erstmal so. Wir stellen jetzt 60 her. Wie viele Platten brauche ich? 30 pro Minute, ja. Um 20 herzustellen, ist gut. 15. Das heißt, hier können wir auch nochmal aufsplitten. Entschuldigung. Schön ins Mikro gehustet. Bauen wir das Gerät doch mal hier hin. Die Fabrik läuft. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde beim nächsten Mal eine längere Session einlegen. Also, es war mega, mega geil, das Game. Beziehungsweise ist es immer noch. Durch die neuen Updates, mega krass, sehr viel vereinfacht. Also, zumindest das, was man so an der Werkbank per Hand herstellen kann. Einfach Leertaste drücken und der stellt her. Man kann auf Toilette gehen. Das war damals alles nicht möglich. Leider. Aber jetzt mega krass, mega krass. Ich finde das Game mega stark. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, ihr lasst einen Kommentar da. Und vergesst den Follow auf Twitch nicht. Der Link ist in der Videobeschreibung. Macht's gut. Bis dann. Ciao.